Wir erklären die Ganztagsgrundschule. Das ist Familie Schmidt. Luca kommt bald in die erste Klasse. In was für eine Schule er gehen wird, ist aber noch unklar. Thomas hat von den Ganztagsgrundschulen gehört. Silke ist skeptisch. Da hat der Kleine ja keine Freizeit mehr und die Familie kommt viel zu kurz. Das sieht Mia ganz anders. Lukas beste Freundin geht nämlich auf eine Ganztagsgrundschule und fühlt sich da pudelwohl. Auch ihre Eltern wissen die Vorteile zu schätzen. Aber wie sieht Mias Tag überhaupt aus? Mia ist 4 Tage die Woche von 8 bis 16 Uhr in der Schule. Was die Zeiten betrifft, gibt es verschiedene Modelle. Wie viele Tage Ganztagesbetrieb ist und wie lange der geht, legt die Schule zusammen mit der Kommune fest. Durch einen längeren zeitlichen Rahmen können die Schulen einen Rhythmus schaffen, in dem sich Unterricht, Übungen oder Sport, Musik oder Theater abwechseln. Außerdem können die Lehrer auf jeden Schüler besser eingehen. Denn die sind in der Gestaltung ihres Unterrichts viel flexibler. Mia muss nicht die ganze Zeit lernen, sondern hat einen bunt gemischten Tag. Nach dem gemeinsamen Mittagessen in der Mensa macht Mia meistens ihre Hausaufgaben in einer betreuten Gruppe. Danach geht es entweder mit dem Unterricht oder anderen Angeboten weiter. Mia geht zum Beispiel zum Flötenunterricht. Der wird von einem Musikschullehrer geleitet. Bei solchen Angeboten arbeiten die Verbände, Vereine, Kirchen und Organisationen aus der Umgebung mit der Schule zusammen. Die Schulleitung hat bei der Auswahl darauf geachtet, dass der Vereinsvertreter für den Unterricht gut qualifiziert ist. Wenn Mia nach Hause kommt, sind alle Hausaufgaben erledigt. Ihren Eltern spielt sie dann gerne auf der Flöte vor, was sie in der Ganztagsschule gelernt hat. Das will Luca auch. Mit seiner besten Freundin in die Schule gehen und dort so viel erleben. Lukas Eltern sind überzeugt. Der erste Schultag kann also kommen. Wenn Sie eine Ganztagsschule suchen oder weitere Informationen möchten, wenden Sie sich an uns.